Hallo und herzlich willkommen. Die Welt, ja, naht dem Abgrund entgegen. Aber nein, nicht der Klimawandel. Noch viel, viel schlimmer. Google Universal wird abgeschaltet. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der da deutlich mehr Ahnung hat als ich. Und den werde ich mal befragen, was wir jetzt alles zu beachten haben. Können wir denn die Google-Daten zum Beispiel noch retten aus Analytics oder was müssen wir jetzt alles beachten? Thomas Czernik, hi, ich grüße dich. Hallo Fabian, schön, dass ich da sein darf. Das Thema ist vielleicht jetzt nicht so schön. Meistens will ich immer gute Kunde verbreiten, aber heute müssen wir wirklich mal drüber reden, über Google Universal Analytics, dass es bald nicht mehr verfügbar ist. Das ist natürlich sehr, Und sehr traurig. Hat ja am Freitag Google die Bombe, berühmt-berüchtigte Bombe, platzen gelassen. Das ist ja Google Universal. Ich sage immer Google Analytics, aber das ist ja das generelle Begriff Universal Analytics, wird eingestampft. ja, genau. Also die haben eben am 16. März haben sie einen Blogpost herausgebracht mit dem Titel, dass sie jetzt einfach Moving Forward, dass sie sich einfach nach vorne bewegen wollen. Und in dem Blogpost geht es eben mal darum, dass sie mal so ein Roundup machen, dass sie sagen, okay, sie haben jetzt vor 1,5 Jahren Google Analytics 4 angekündigt und es ist jetzt einfach mal an der Zeit, also die Nutzer haben die Zeit jetzt mal gehabt, sich das System auch mal anzuschauen. Es ist mal an der Zeit, das Alte einfach zurückzulassen. Und das Alte ist Google Analytics. Also ich rede auch meistens immer von Google Analytics. Meine ich Universal Analytics. Ja, wahrscheinlich deine Zuhörer, die werden alle zum größten Teil noch auf Universal Analytics sein. Aber das wird einfach nicht mehr verfügbar sein. Ab Juli 2023 ist dann Schluss mit der ganzen Gaudi. Und dann ist es so, dass man halt sich jetzt anschauen muss, und das wollen wir jetzt heute auch in deinem Podcast mal näher beleuchten. Was musst du jetzt eigentlich tun, um hier jetzt wirklich zu schauen, dass du weiterhin tracken kannst? Was machst du mit den alten Daten? Kann ich migrieren? Gibt es Alternativen? Und all diese Punkte wollen wir uns heute gemeinsam mal ansehen. Ja, da bin ich ja richtig, richtig gespannt. Zunächst einmal, ja, die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, warum macht Google das eigentlich? Warum lässt Google das alte System nicht einfach weiterlaufen? Was ist denn so deine Vermutung da? Ja gut, meine Vermutung ist jetzt, Sie haben jetzt wahrscheinlich seit 1,5 Jahren eben Ihr Google Analytics 4, Ihr System. Es kann sein, also meine Vermutung ist, dass Sie jetzt sagen, okay, Sie wollen jetzt einfach die Nutzer dazu bewegen, also zwingen lasse ich jetzt mal aus, dass Sie die Nutzer jetzt einfach mal dazu bewegen wollen, Ihr neues System zu nutzen und zu sagen, okay, beschäftigt euch mal damit und wie geht es einfacher, wie wenn man sagt, okay, das alte System wird es eventuell nicht mehr geben. Zweite Sache ist natürlich auch, Sie müssten theoretisch also jetzt an zwei Systemen arbeiten. Also wenn jetzt irgendwas ist oder ja, man, es gibt Bugfixes oder eventuelle Feature Requests. Also jetzt mal mit dem Blick auf DSGVO und sowas. Also wenn jetzt hier die Entscheide oder Privacy Shield und die ganzen, wenn es da eben Updates gibt, dann müssten Sie ja theoretisch auf beiden Systemen das irgendwie auch nachziehen und es ist halt dann auch irgendwann mal ein extremer Verwaltungsaufwand und ich glaube, dass Sie einfach das alte System abschalten wollen und das neue System dann einfach weiterentwickeln wollen. Das ist Wir meine können, Vermutung. wie das ist, das sehe ich 100% genauso. Was ich, glaube ich, noch sehe, ist, dass Google Analytics, das ist Universal, das wahrscheinlich mit DSGVO, wir sind beide keine Anwälte, können hier nicht beraten, aber es ist wahrscheinlich mit Genau. DSGVO gar nicht vereinbar. Ist denn Google Analytics 4, die 4er-Version, ist die denn vereinbar mit DSGVO? Was ist so dein Kenntnisstand da? Ja, das ist schwierig. Also einerseits natürlich gibt es die Sache mit der aktiven Zustimmung auch, also auch wie bei Universal Analytics, dass man jetzt sagt, man muss halt aktiv zum Tracking zustimmen. Das wird es auch bei GA4 geben. Und die zweite Sache ist natürlich dieses, dass die Daten halt gespeichert werden. Es gibt ja natürlich von Max Schrems eben auch nochmal, das ist ja auch ein Datenschutzaktivist. Und in Österreich hat er zum Beispiel auch eine Behörde entschieden, dass Google Analytics, also der Einsatz von Google Analytics ja illegal ist. Also muss jetzt mal da schauen, was dabei rauskommt. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Anwalt, aber es ist eigentlich, glaube ich, kurz gesagt mal so,
dass es mit europäischem Recht nicht vereinbar ist, dass zum Beispiel die Daten in den USA gespeichert werden und diese Strafverfolgungsbehörde in den USA kann ja auf diese Daten zugreifen. Und das sind zwei Sachen, die sich nicht vereinbaren lassen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das GA4 da groß konform aktuell, zu dem aktuellen Zeitpunkt, sagen wir jetzt, wir nehmen hier jetzt auf, März 2022, ist es noch nicht so. Also sie haben auch gesagt, Google Analytics hat auch gesagt, sie versuchen da auch nachzuarbeiten. Da müssen wir mal schauen, was passiert. Aber damit man Daten erhält, braucht man natürlich eine Tracking-Lösung. Das ist eben ganz wichtig. Natürlich. Also wie ist das denn, dieses Cookie-Less-Tracking? Geht das mit dem Universal Analytics auch noch, auch schon? Oder geht das erst ab GA4? Das würde also bei Universal Analytics würde das jetzt auch gehen. Man muss halt immer schauen, was steckt denn hinter diesen, auch den ganzen Cookies oder diesen Cookie-Tracking. Also es gibt halt dann, die Berichte sind halt dann auch nicht mehr so genau. Gutes Beispiel, wenn man sagt, neue Nutzer, wiederkehrende Nutzer, ist es halt schwer, den jetzt irgendwie anders zu tracken, als würde ich dir jetzt ein Cookie droppen und du kommst wieder auf meine Seite und weiß ich, hey Fabian, der war schon zweimal da. Was will Cookie der hier? Less. Gibt es natürlich auch alternative Möglichkeiten wie Fingerprinting, aber das sind natürlich so Grauzonen, da wird es ein bisschen schwierig dann in dem Bereich. Was mich jetzt brennend interessiert, Thomas, da hast du bestimmt eine Antwort drauf. Was ist denn mit den alten Daten? Kann ich nicht das Universal Analytics nicht einfach laufen lassen und hey, scheiß drauf, ich habe keinen Bock, mich auf GA4 umzustellen, denke ich mal, geht vielen. Kann ich das alte nicht laufen lassen? Was passiert mit den alten Daten? Kann ich die Firma und ewig aufrufen oder was passiert da? Ja, also das Erste ist natürlich, vielleicht, wir können auch mal kurz reinschauen, also wie der zeitliche Ablauf sein wird. Ja. Es ist einfach so, dass Sie sagen, bis zum 30. Juni 2023 werden noch neue Daten erhoben von Universal Analytics. Du hast einen Tracking-Code drinnen und die Daten werden an Google Analytics gesendet. Page-Views, Events, Transactions, zack, 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 kommt alles rein noch. Du siehst Echtzeitdaten, alles schön und gut. Ab 1. Juli 2023 ist es dann so, dass dann keine Hits mehr verarbeitet werden. Das heißt, du sendest zwar was von deiner Webseite, es wird aber halt nicht mehr bei Google Analytics gespeichert oder es kommt halt nicht mehr an. Mhm. Dann geht halt zum Beispiel die Seitenaufrufe dann auf einmal nach unten im Chart. Dann sind die Daten halt einfach, die neuen Daten kommen nicht mehr an. Das Tolle ist natürlich, wenn du zahlst, wenn du Google Analytics 360 Nutzer bist, hast du noch bis Oktober Zeit. Also kriegst du eigentlich noch 3 Monate plus. Für die 3 Monate hast du ja natürlich gezahlt. deswegen gibt es sie noch oben drauf. Und ab 1. Juli hast du halt nur noch so View-Zugriff. Also dass du eigentlich nur Lesezugriff hast oder kannst du dir die Daten noch anschauen. Es ist in dem Artikel jetzt ein bisschen so beschrieben, dass es heißt, man hat noch mindestens 6 Monate lang Zugriff. Also es ist so, krass. Okay. So ein bisschen it depends, so wie Google halt immer sagt. Also man kann, also meine Vermutung ist, du hast einen 6 Monate View-Zugriff. Eventuell wird es länger dauern, aber ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht drauf verlassen. Also ich würde bis zum 1. Juli auch schauen, also dass ich am 1. Juli mir noch diese Exporte ziehe wahrscheinlich. Kann man denn diese Exporte, kann man die denn einbauen in GA4 zum Beispiel? Oder wie? Genau, und jetzt kommt eben noch die zweite Sache. Also einerseits wird es abgeschalten, stimmt mich traurig. Andererseits, die zweite Sache ist natürlich, was jeder gerne hätte, wäre einfach ein Knopfdruck, wie es in früheren Versionen war, einfach importieren. Das wäre eine super Lösung. Also dann würden wir jetzt auch sagen, okay, wir haben jetzt hier ein neues Interface. Es ist schwer von uns vielleicht mal, weil es eine Veränderung ist, sich das mal hier reinzufinden. Aber man kommt schon rein. Schön wäre es, hätte ich historische Daten, die ich mit GA4 einfach gleich vergleichen kann. Da muss ich jetzt leider enttäuschen. Es wird wahrscheinlich nicht so der Fall sein. Da gibt es eigentlich auch mehrere Gründe. Es ist so, dass dieses Datenmodell von GA4 ist
anders. Also bei Ja. GA3 kann man auch sagen, zu Universal Analytics ist auch schon eine Begrifflichkeit. Ist es eben so, man hat halt zum Beispiel hier Page Views, Transactions, E-Commerce, das sind alles Hits. Bei GA4 wird das ganze Datenmodell ein bisschen umgestellt. Das ist alles eigentlich ein Event, was mitkommt. Das ist eigentlich alles ein Event. Ich habe auch die Möglichkeit, dass ich dann zum Beispiel Events einfach markiere und sage, okay, das ist jetzt eine Conversion. Und das Zweite ist zum Beispiel auch, dass diese Datenansichten, die du wahrscheinlich auch immer sehr gern nutzt, also in GA4, dass man sagt, okay, ich habe eine internationale Seite und ich habe verschiedene Datenansichten, eine Rohdatenansicht, eine für jede Sprache. Dann kann ich schön schauen, wie wird mein deutscher Content konsumiert. Das gibt es eben auch nicht. Und so ist es so, dass viele verschiedene Sachen, eventuell auch kleine Metriken, die gibt es in GA4 nicht mehr, dafür gibt es was anderes. Und deswegen ist es auch so, dass man die nicht migrieren kann, die Daten. Das ist natürlich super. Ja, tolle Neuigkeiten, super. Was ist denn jetzt so die Möglichkeit, damit man die alten Daten kann man exportieren, aber sollte man dann mit GA4 jetzt warten noch oder sollte man das möglichst schnell aufsetzen, damit man halt möglichst ja fortführende Daten noch irgendwie hat? Was sollte man Ja, jetzt also machen? wie würde jetzt einfach vorgehen? Also das ist jetzt so. Mein Tipp wäre, dass man so schnell wie möglich auch sich einfach mal zusammensetzt, eben mit seiner Firma als Freelancer oder als Agentur auch seine Kunden mal anschreibt und mal sagt, okay, das ist jetzt der Stand der Dinge. Und dann ist es eben so, dass man, also ich würde jetzt empfehlen, dass man diesen GA4-Code parallel eigentlich auch integriert. Also zu Universal Daten sendet, Google Universal Analytics und zu GA4. Dann hat man eben ab jetzt mal schon mal historische Daten. Schaue ich mal hier auf den Kalender, dann hätte ich theoretischweise schon mal wieder ein Jahr zurück, könnte ich mir dann ab 1. Juli mir die Daten anschauen. Also das wäre von mir eine Empfehlung, was man da machen Hast du könnte. denn Erfahrungen schon sammeln können? Ist denn so das Zählverhalten, die Daten, sind die denn grundverschieden, wenn du einmal GA3 laufen lässt und GA4? Hast du da Unterschiede feststellen können, dass die dann mehr Besucher erfassen oder weniger Besucher erfassen? Merkt Also man da einen da, Unterschied? ja, da gibt es schon auch Unterschiede. Teilweise sind auch die Metriken ja nicht mehr so gleich. Die Sache ist die, also dass wir teilweise, in einigen Instanzen das schon drinnen und die Werte unterscheiden sich schon. Also es ist fast auch, wenn, würde ich jetzt zum Beispiel Matomo und Analytics mal mit einbauen, dann unterscheiden sich die Werte, dass ich da ein bisschen mehr habe, da ein bisschen weniger. Das ist schon möglich. Also ich habe jetzt bis jetzt keine Instanz gefunden, wo beide mal einbauten sind, wo die Werte komplett gleich waren. Das habe ich jetzt nicht gefunden. Denkst du denn auch, wenn man GR4 laufen lässt, musst du immer noch die wahrscheinlich die Nutzererlaubnis einholen, richtig gesehen, Die muss wahrscheinlich. man auch noch einholen schon. Ja. Das ist schon noch Pflicht, dass man das auch macht. Ja. Ja, blöd. Ja. Ja. Blöd. Aber man muss jetzt auch nicht, glaube ich, so verzweifeln, sagen wir mal so, man kann ja die Daten exportieren. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die auch aufgelistet werden, auch in dem Infoartikel, den wir euch unten verlinken. Wir verlinken auch eben den Blogpost dazu. Und Alles wird es verlinkt. Ja. gibt eine Google Analytics Hilfeseite, die wird anscheinend laut Google nach und nach ausgebaut. Und man hat halt einfach die Möglichkeit, dass man sich das Ganze mal so exportiert über klassisch, sagen wir mal so Excel. Oder Google-Tabellen, PDF, je nachdem, was man möchte. Die zweite Sache, was man auch machen kann oder was ich zum Beispiel empfehlen würde, ist, dass man die Daten in Google BigQuery, also diese Datenbankstruktur, exportiert und dann eben diese BigQuery mit einem Google Data Studio verbindet. Und so hätte man, würde Google zum Beispiel auch die Nur-Lesen-Funktion mal abschalten, also wirklich komplett alles, hätte man die Möglichkeit, dass die Daten wirklich in der Datenbank von BigQuery sind. Und dann könnte man verschiedene Abrufe oder verschiedene Analysen noch über Google Data Studio fahren. Und so könnte man theoretischweise auch versuchen, in einem nächsten Schritt, das ist vielleicht experimentell, noch so die historischen Daten dann mit GA4 zu vergleichen. Das wäre dann schon Top, gut, also Profi-Tipp, Hammer, super, super Tipp auf jeden genau. Fall. Wenn wir auch entsprechend verlinken die Tools.
Wie ist denn so der Einbau von Google Analytics 4? Ist das ähnlich leicht? Kann ich das über den Tag Manager machen? Oder der Tag Manager an sich, verliert er an Bedeutung oder wird er immer noch vorhanden sein, der Tag Manager? Weil viele helfen sich ja auch mit dem Tag Manager, bauen darüber dann den Analytics Code ein zum Beispiel. Der Tag Manager wird ja, Genau. denke ich mal, unberührt bleiben, oder? Genau, der Tag Manager, also das ist schon so, dass da dieser hat sich natürlich auch mit weiterentwickelt und es gibt schon die fertigen Tags auch. Also es gibt also schon diese Google Analytics 4 Konfigurationsvariable, da kann man eigentlich alles Wichtige eingeben. Das Wichtige ist diese Measurement-ID, was wir jetzt haben. Also die hat sich jetzt auch ein bisschen umbenannt. Das ist eben die ID für den Data Stream. Also da vielleicht kurz mal zur Erklärung. Es gibt in Google Analytics 4 verschiedene so Datenströme, Data Streams. Also ich kann jetzt zum Beispiel farbentour.de ist ein Data Stream. Dann hättest du zum Beispiel App-Daten auch noch. Das wäre noch ein Data Stream. Und den kann ich einfach im Tag Manager hinterlegen. Zusätzlich, wie vorhin schon gesagt, in GA4 ist alles ein Event. Deswegen gibt es auch einen Event-Tag, den ich da einfach einbauen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Universal-Tags mit dabei. Aber man ist sehr gut bedient. Wenn man den Tag-Manager schon im Einsatz hat, dann hat man schon ein Problem weniger, dass man das eigentlich dann ganz gut umstellt und man auch sagt, man kann jetzt ohne weiteres und auch zügig GA4 mal in der Standardimplementierung einbauen. Ich muss echt die ganze überlegen, es wird doch wahrscheinlich total viele geben, die sagen, ja, Analytics, jetzt habe ich erst recht keine Lust mehr. Gibt es denn da auch Alternativen zu Google Analytics, zu Universal bzw. zu GA4? Ja, das ist natürlich schon so, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man nicht migrieren kann und wo es eigentlich ja so ist, wie als würde ich zu einem anderen System gehen und müsste vielleicht fast wieder bei Null anfangen. Da ist es wahrscheinlich auch so, dass sich der ein oder andere mal überlegt, hey, sollte ich denn nicht eventuell auf eine datenschutzkonformere Lösung wechseln? Also ich hätte da jetzt mal so im Auge, das wäre einerseits mal Matomo oder Pivik Pro, dass man das in Einsatz hat. Da empfehle ich auch immer, genauso wie bei Google Analytics 4, gibt es ja diesen Google Analytics 4 Merchant Store. Das ist ja eine Google Analytics 4 Property. Das ist eine Demo-Property, kann man sich mal anschauen. Also jeder von euch hat die Möglichkeit, sich das alles vorher mal anzuschauen anhand von Demo-Daten. Also den Link dazu, wie du da hinkommst, den verlinkt man auch unten. Und es ist so, dass man sich das anschauen kann. Und ich empfehle immer jedem, mal die Systeme sich vorher mal anzuschauen, ob man sich da zurechtfindet und mal die ganzen Daten auch so findet. Bei Matomo und zum Beispiel Pivik Pro ist es natürlich so, dass man dann auch schauen muss, also man hat halt natürlich die Datenhoheit, die Daten gehören bei dir. Bei Matomo wird zum Beispiel die Daten auch in Frankfurt gut gehostet, also nicht irgendwo im Ausland. Und man muss sich halt auch im Hinterkopf behalten, es ist jetzt nicht sowas wie, ich zahle mit meinen Daten bei Matomo, sondern dann muss ich theoretischerweise, gibt es zwei Versionen, einmal on-premise, das hoste ich bei mir, bin dafür verantwortlich, dass ich die Updates immer fahre, oder es gibt Matomo Cloud, da muss ich halt was zahlen. Also es geht, glaube ich, los mit jetzt aktuell März 2022, glaube ich, bei 19 Euro im Monat. Ja, ich glaube Die noch. man da halt einfach für, da zahlt man eben, dass die Daten gespeichert werden, Hosting, Ausfall, Sicherheit und man hat eben die ganzen Plugins noch mit dazu. Das muss man sich einfach mal auch kurz überlegen, ob das für einen passt. Man muss, glaube ich, auch hier erwähnen, dass du ja schon ein passionierter Matomo-Nutzer bist. Du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und da machst du ja sehr, sehr viel mit Matomo. Würdest du denn jetzt, Genau. wenn du die Wahl hättest, das ist diese Frage mit, du bist auf einer einsamen Insel, würdest du lieber Matomo mitnehmen oder GA4? Was würdest du jetzt präferieren? Ah, das ist schwierig. Oh, da kann ich mal. Das ist eine Fangfrage. gute Frage, ja. Vielleicht von allem ein bisschen. Na? Also am liebsten muss ich jetzt schon sagen, natürlich würde ich ja, ein Universal Analytics vielleicht mitnehmen. Weil auch, also es gibt überall natürlich Stärken und Schwächen. Bei GA4 gibt es auch viele Sachen, ja, die
Die hätte ich noch gerne, also es gibt auch bei, die hätte ich gerne aus Universal Analytics. Bei Matomo ist es natürlich auch so, da gibt es auch noch einige Themen, also kann man jetzt mal sagen, diese sekundäre Dimension für schnelle Reports, die geht mir zum Beispiel Matomo ab. Dafür müsste ich theoretisch einen Custom Report erstellen, der wird erstmal prozessiert. Ja, wenn ich jetzt eventuell gerade in einem Kundentermin bin und schneller mal kurz was raussuchen will, zum Beispiel wie zum Beispiel die QR-Code-Aufrufe auf einer gewissen Seite sind, dann geht es vielleicht wahrscheinlich in Google Analytics schneller. So hat alles seine Vor- und Ja, Nachteile. klar, da hat alles Vor- und Nachteile. Aber Matomo hast du jetzt ja gar nicht erwähnt. Also Matomo würdest du wahrscheinlich gar nicht auf die einsame Insel mitnehmen. Das stimmt natürlich Ja, sehr ich würde traurig. schon versuchen hier, das ist eine Fangfrage. Ich habe jetzt versucht, als eine Politikerantwort zu geben, wo man Ja. sehr viel sagt, aber eigentlich nicht auf die Frage eingeht, aber Ja, war ja. eh nur eine Fangfrage. Mein Gott, also ich denke mal, viele werden sich auf GA4 stützen, weil es wahrscheinlich Ja. umsonst ist. Und ich habe mich auch entsprechend Es ist vorbereitet und viel. kostenlos, aber nicht umsonst. Ja, stimmt. Ich hatte jetzt viel gelesen gehabt, dass man mit GA4 halt deutlich leichter mit Cookie-less arbeiten kann. Also, dass immer mehr Richtung DSGVO-Konformität arbeitet, dass IP-Adressen nicht mal richtig gespeichert werden. Wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte. Wahrscheinlich werden immer noch heimlich Daten gespeichert in den USA. Und wer weiß, was die damit dann machen. Klar, Ja. DSGVO-konform ist das noch lange nicht. Deswegen, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit, für die ganzen Insights. Ich werde alles verlinken, schauen, es wird auch deinen YouTube-Kanal verlinken. Wenn irgendjemand Probleme hat, Fragen hat, dann einfach mich kontaktieren und ich stelle gerne Kontakt zu Thomas her oder ansonsten einfach ja, über YouTube-Kanal ihn anschreiben, kommentieren etc. Und ja, ich würde sagen, danke, Thomas und Ja. ja. Danke, dass ich da sein durfte, Fabian. Sehr Bis gerne. bald mal wieder. Macht Bis es dann. gut. Ciao. Ciao.